Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein sehr begehrtes Rezept, was viele von euch gewünscht haben. Und zwar mache ich heute Couscous auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht kennen es die wenigsten. Es ist kein klassisches Couscous-Rezept, wie man das so kennt mit Gemüse und Fleisch, sondern mit einem meiner Lieblingskombis, herzhaft und süß. Ich fange jetzt damit an und bereite schon mal mein Hähnchen vor. Ich habe hier... Für dieses Rezept nimmt man grundsätzlich Hähnchen, also beziehungsweise empfehle ich es euch, weil das passt einfach mit den anderen Zutaten. Ein Huhn, was ein glückliches Leben hatte, das werde ich jetzt zunächst einmal marinieren. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine Zwiebeln, einfach mal grob schneiden, gebe sie in meinen Blender, zunächst einmal mixen. Würzen tue ich das Ganze mit Salz, Pfeffer, Kurkuma und Ingwer. Öl. Gut durchrühren. Das Hähnchen werde ich jetzt erstmal schön mit der Marinade einmassieren. Gibt es am besten direkt in den Topf. Die Schenkel, die werde ich jetzt hier mit so einem Lebensmittelgarn zusammenbinden. Damit mein Hähnchen beim Kochen nicht auseinanderfällt. So bekommt es jetzt durch diese Technik ein bisschen Stabilität. Die Marinade muss jetzt gut durchziehen. Normalerweise für 2 Stunden. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, deswegen werde ich es jetzt hier für 1/2 bis 1 Stunde jetzt mal beiseite stellen. Aber je länger, umso besser. Die Marinade kann schön in das Hähnchen einziehen und somit schmeckt es dann auch besser. Da gebe ich jetzt einfach mal den Deckel drauf, stelle das erstmal beiseite und in der Zwischenzeit bereite ich die nächste Komponente vor. In diesem Schritt werde ich mich jetzt an den Zwiebeln ranmachen. Und zwar... Seht ihr hier diesen Berg voller Zwiebeln? Also das hat hier so ungefähr ein Nettogewicht 1 Kilo. Und das braucht ihr. Man braucht ganz viel Zwiebeln. Deswegen, ich will jetzt eine Art Zwiebelkonfit zubereiten. Wir nennen es Tveja. Das ist ein karamellisierte Zwiebeln, die bis zu einer Stunde auf niedriger Flamme so vor sich hin köcheln und mit der Zeit beginnen zu karamellisieren. Und das bereiten wir jetzt einmal vor. Jetzt nicht fein schneiden oder so, einfach grob in Scheiben runterschneiden. Dafür gebe ich jetzt etwas Butter, das sind so circa 2 Esslöffel, in den Topf. Ein bisschen Öl hinterher. Und jetzt die Zwiebeln da rein. Würzen tue ich das Ganze mit Salz, Zimt, etwas Ingwer. Und Pfeffer. Bis zu einer Stunde vor sich hin köcheln. Aber falls sich da unten am Boden etwas ansetzt, rühren. Das ist ganz wichtig. Es darf nichts kleben bleiben. Ich habe hier noch kein Wasser gegeben. Ich werde auch kein Wasser hinzufügen, weil die Zwiebeln, die ziehen schon an sich schon Wasser genug. Und das reicht vollkommen aus für unsere Tveja. Also das ist hier eines meines Lieblings-Couscous-Speisen. Couscous mit Gemüse, auch eine ganz tolle Sache, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn ihr zukünftig mehr Couscous-Rezepte sehen wollt, dann lasst es mich doch einfach gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch natürlich interessiert, werde ich jetzt mal mehr Couscous-Rezepte hochladen. Deckel drauf. Und jetzt, ich lasse es jetzt hier nicht mehr auf meinem Gasherd kochen, sondern switche jetzt einmal auf meine Induktionsplatte, weil hier einfach die Hitze viel niedriger ist. Ich setze jetzt das Hähnchen an. Ich gebe etwas Öl in meinen Topf, füge noch hier Zimtstangen hinzu. Die kommen nämlich auch hier mit rein. Geben der Brühe bzw. der Soße noch mal gewissen Kick. Fülle das hier jetzt einmal mit Wasser auf. Das Hähnchen werde ich jetzt in der Brühe für circa 1 Stunde auf sehr, sehr niedriger Flamme vor sich hin köcheln lassen. Zumindest so lange, bis das Fleisch komplett durch ist. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptteil, dem Couscous. Der ist hier auch schon vor mir. Den habe ich vorhin erst unter fließendem Wasser gewaschen. Es macht jeder anders.
Die einen geben den so trocken, feuchten den kurz an, ölen den und es ist, jeder macht das anders. Also es ist nicht fest geankert, wie man Couscous zubereiten soll. Es macht jeder auf seine Art und ich mache das mal ganz so, so verklumpt er mir nicht und habe bisher immer ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Also, jetzt gebe ich das einfach so hier auf meinem Blech von meinem Dampfgarer. Denn ich werde heute meinen Couscous in dem Dampfgarer zubereiten. Das ist echt ein Segen in dem Teil. Weil man kann auf einmal so eine große Portion Dampfgarren, das ist echt ein Segen. Und ich werde jetzt den Couscous zunächst einmal so entklumpen. Wichtig ist auch, wenn ihr den Couscous wäscht, dann mit kaltem Wasser. Einfach so zwischen den Händen reiben. Also man muss schon sagen, Couscous ist schon mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ein bisschen ist gut. schon mit großem Aufwand. Ne? Also es ist jetzt nicht innerhalb von einer Stunde getan oder so. Klar, die Sache jetzt mit dem Dampfgarer, also man hat da schon ganz viel Zeitersparnis, das ist ganz klar. Aber nicht jeder hat einen Dampfgarer. Ne? Insofern bleiben wir mal dabei, dass Couscous aufwendig ist. Und wenn es schmecken soll, muss da natürlich auch ganz viel Zeit und Liebe investiert werden. Das ist doch ganz klar. Mein Couscous ist jetzt hier vollständig entklumpt. Hier und da mal ein paar Klümpchen, aber die lösen sich schon von alleine. Und an dieser Stelle gebe ich hier jetzt einfach Sonnenblumenöl hinzu. Das sorgt jetzt einfach mal, dass der Couscous nachher beim Garen nicht ineinander klebt bzw. verklumpt. Und das werde ich jetzt hier alles gut zwischen den Händen wieder reiben, sodass jedes einzelne Korn mit dem Öl benetzt ist. So, der Couscous ist jetzt so weitestgehend für den ersten Dampfvorgang vorbereitet. Ich werde das jetzt hier einfach so ausbreiten, auf dem Blech verteilen komplett. Gebe jetzt für den ersten Dampfvorgang den Couscous, so wie der jetzt ist, in meinen Dampfgarer. Wenn ihr eine Couscous hier habt, macht ihr den Schritt bis hierhin genauso gleich, wie ich den jetzt eben gemacht habe. Mal gucken, was jetzt die Zwiebeln machen. Okay, ihr seht, Wasser wurde ordentlich gezogen. Ich habe hier keinen Tropfen Wasser hinzugefügt. Also sie sind jetzt kurz vor dem Karamellisieren. An dieser Stelle werde ich jetzt hier so ein bisschen Zucker oder alternativ könnt ihr aber auch Honig nehmen, noch hinzufügen. Das beschleunigt das Karamellisieren. Ich lasse das jetzt schön mit einkochen. Ich habe es jetzt die ganze Zeit konstant auf Stufe 3 von Stufe 9. Der erste Dampfvorgang ist durch. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Also ist es so, Couscous vorbereiten, Couscous dämpfen und dann quasi wässern. Ich werde hier jetzt mein Salzwasser nehmen, nehme da so ein bis zwei Kellen, je nachdem. Da taste ich mich immer so langsam ran. Alles gut durchmengen. Der Couscous ist jetzt heiß, da saugt sich jetzt die Feuchtigkeit auf und so wird der Couscous, durch diese Methode wird der gar. Das merkt ihr daran, wenn der Couscous quasi an Volumen zunimmt, das sieht man hier schon ganz gut, macht sich eigentlich mal ganz schnell bemerkbar. Und ihr seht, Leute, schaut euch das mal an, ihr seht, es klumpt nichts. Es ist hier alles schön locker, so wie es sein soll. Jetzt lasse ich den jetzt einfach so für 10 Minuten stehen. Da muss ich jetzt hier erstmal schön alles aufsaugen und quasi weiterhin aufquellen. Nach den 10 Minuten schiebe ich den wieder für den zweiten Dampfvorgang in den Dampfgarer und immer so weit. Also insgesamt macht man ja 3 Dampfvorgänge und jetzt lasse ich das jetzt wie gesagt 10 Minuten nochmal stehen, gebe den in den Dampfgarer und danach nochmal wässern. Und im letzten Vorgang, da wird es quasi nicht mehr gewässert, sondern nur quasi noch verfeinert. Mit was? Das seht ihr gleich. Jetzt werde ich die Rosinen etwas einkochen, sodass sie auch nochmal schön karamellisieren können. Rosinen könnt ihr nicht alternativ ersetzen. Entweder ihr nehmt Rosinen oder wenn ihr die nicht mögt, dann macht ihr aber trotzdem und isst die dann nicht. Oder lasst die komplett weg. Versucht das einfach mal. Tastet euch ran. Diese Mischung mit den karamellisierten Zwiebeln und den Rosinen, das gibt schon was her. Versucht das einfach. Jetzt gebe ich ein bisschen von dem Sud von meiner Hühnerbrühe. Ich werde das hier einmal sieben. So ist es sicher, dass ich da jetzt nichts Festes mit drin habe. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen Zimt mit rein. So ein circa ein Viertel Teelöffel.
Und lass die Rosinen jetzt schön einkochen, bis die halt weich werden. Mehr müsst ihr nicht hinzufügen, würzen brauchen wir das nicht. Ich fische jetzt das Hähnchen aus dem Sud heraus, ehe mir das in dem Sud zerfällt. Und lege das hier einfach mal in so eine Auflaufform. Weil das kommt gleich nochmal so zum Bräunen in den Backofen. Ich gebe einfach nur die Kichererbsen hinzu und lasse die noch so ein bisschen mit einkochen. Vorgang Nummer 2 ist durch. Jetzt kommt jetzt an der Stelle das Wässern. Ruhen lassen und dann geht's zum letzten Dampfvorgang wieder zurück in den Dampfgarer. Wenn ihr ein spezielles Video über wie dampfgare ich Couscous oder wie bereite ich Couscous vor, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich ein explizites Video nur darüber. So, endlich geschafft. Der dritte Vorgang ist jetzt durch. Nichts verklumpt. An dieser Stelle gebe ich jetzt 2 bis 3 gute Flocken Butter. Das gibt so nochmal richtig guten Geschmack. Statt Butter könnt ihr auch fermentierte Butter nehmen, Smin. Wäre jetzt für meinen Geschmack so ein bisschen too much, weil ich den Couscous, der meistens übrig bleibt, auch anderweitig verwende. Daraus wird meistens immer Sfa gemacht oder Seikok. Esse das dann so mit Buttermilch. Wenn man jetzt den starken Smin-Geschmack daraus schmeckt, das würde quasi jetzt zu dem Süßen einfach nicht passen. Es ist jetzt soweit alles vorbereitet. Ich gebe jetzt noch zum Schluss das Hähnchen in den Ofen zum Bräunen und dann wird angerichtet. Ich bestreiche die Haut noch so mit ein bisschen Butter, damit die schön knusprig wird. Und ab in den Ofen, allerdings auf Grillfunktion, bis die Haut schön knusprig und braun ist. Eine anspruchsvolle Zubereitung, aber dennoch mit viel Liebe und Mühe gemacht. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Das ist Couscous Tverja. Es hat sich echt gelohnt. Allein diese Geruchsexplosion, die hier so emporsteigt. Wenn ihr das nachmachen wollt, findet ihr alle Mengenangaben wie immer in der Infobox. Und wenn ihr noch mehr Couscous-Rezepte sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt es mir in den Kommentaren, welche Couscous-Gerichte ihr gerne hättet. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Salam alaikum.